So, moin liebe Leute, willkommen bei Fox Vlog. Wir haben ein weiteres Reaction-Video. Und zwar war der gute alte Red Fox wieder auf Rennstrecke Endlich. und er hat wieder was erlebt. Und dafür machen wir ein Reaction-Video. Genau. Bin mal gespannt, also ich habe vieles gehört. Legen wir gleich mal los hier. Ja, zeig mal, was da abging. Oschers Leben. Genau, Oschers Leben. Letzte Woche. Der erste Tag war trocken. Geht schon mal Aber gut. erst ab 10 Uhr. Das war auch so ein bisschen doof am Anfang noch. Man musste sich erst ein bisschen rantasten mit Slicks und auf feuchter Straße zu fahren. Das war auch nicht so geil. Das geht schnell. Genau, wir zeigen euch einfach mal so ein bisschen. Der hat sich übrigens gerade übelst verbrennt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Digga, da kam noch Rauch, oder nicht? Da kam Rauch, ja. Was war das von seiner Fußrastenanlage oder Ja, Reifen? warte, ich mach nochmal eben zurück. Müsst ihr mal darauf achten. Linke Fußraste schleift sich schön einmal komplett durch. Der ganze Fuß ist, glaube ich, im Qualm gewesen. Okay. Echt, hat es gerade noch so gerettet. Hat er ganz gut gemacht. Mies auch. Hat auch richtig gestunken, als würde irgendwie so Gummi verbrennen. R1, ne? Was sagst du? Ja. Er hat seinen Fuß halt außen, also er hat nach außen, nach links gerichtet, in die Kurve rein. Deswegen schleift er immer wieder mit dem Fuß und ist nicht optimal. Da auch, auf der Seite. Knie und Fuß. Naja, der muss echt immer hochziehen, weil er sonst verschleift. Entweder macht er die Fußrastanlage höher oder er dreht ihn nicht so weit nach außen. Müsste er mehr auf dem Fußballen stehen. Hört sich so an, als wäre ich der Oberpro, aber ich habe damit auch schon viele Erfahrungen gemacht, dass das halt total nervt, dass du mit dem Fuß die ganze Zeit. Mein Alpinstar-Schuh, der ist ja fast durchgeschnitten. Mal hier Wind überholt. Krass, Mann. Das war eine heftige Aufnahme. Das Hat war er mich heftig. klassisch ausgebremst und, nein, nicht ausgebremst, sondern in die Kurve geschnitten. Hast du dich ein bisschen erschrocken, als er kam? Das machst du immer, ne? Du denkst ja, du willst jetzt gleich in die Kurve reinlenken und auf einmal, ist das denn, was soll denn das? Und ich war halt so ein bisschen am Umtesten, dass ich mich vorm Anbremsen mit dem Arsch auf die Seite bewege. Habe ich aktuell noch ein bisschen die Probleme, dass ich dann nicht voll ankern kann, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, weil du musst ja ankern, dann musst du zwei Gänge runterschalten, Ja. deine Arsch ist drüben, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich dann noch so ein bisschen am Rumtesten. Also feilst du ein bisschen an der Fahrtechnik. Ja, weil dieses einfach nur stumpf ankern und danach dich umzusetzen, das kostet zu viel Kraft. Du hältst das nicht lange durch dann. Aber es muss alles gehen. Also Du warst 2 Tage da, oder? 2 Tage. Das war jetzt so der zweite, dritte Turn. Wie gesagt, den ersten mussten wir ausrichten, da war nur freies Fahren, weil es so nass war. Hey, aber guck mal, ganz ehrlich, du hältst echt gut mit einer 600er gegen die 1000er. Das ist krass. Deine Das Bestzeit hast du nicht erreicht, ne? Nee, Aber also dafür es war waren. damals auch im Rennen. Ich bin jetzt da so 1,45, 46 gefahren. Dafür, dass ich am Rumprobieren war, war es okay. Das Fun Race könnt ihr übrigens auch sehen. Ja, Hast du halt können Video wir hochgeladen? mal verlinken, ja. Oben rechts. Genau. Also Respekt wirklich mit der 600er gegen die 1000er. Und die haben auch richtig genervt da irgendwie. Ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren nicht so mitbekommen, aber dieses auf der Geraden, du fährst besser raus aus der Kurve, beziehungsweise auf die Gerade und denkst du, jetzt überholst du, dritter Gang und auf einmal ist er einfach weg. Und wo das Slicks drauf, ne? Ja. Wie immer. Genau. Fährst immer Rennstrecke mit Slicks, ne? Ja, macht ja auf jeden Fall. Also es gibt ja Leute, die da zum Beispiel für ein, 2 Tage dahin fahren, die wissen ganz genau, die wollen da keine Rekorde brechen und dann benutzen die einfach Hypersportreifen, also schon sehr, sehr gute Sportreifen. Die halten auch einiges aus, aber natürlich ist ein Slick besser. Aber man braucht die Wärmer, hier also Reifenwärmer, Ja. weil ohne die, das kostet natürlich auch Geld. Ohne die fällt ihr auf die Schnauze. Ach so, genau. Ich habe ihn deswegen geholt, weil das nicht seine Kurve war. Ah. Dadurch, dass er sich so verbremst hat, hat er so ein bisschen Unsicherheiten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann überhole ich ihn da.
war er sich dann nicht mehr so ganz sicher. Hast du richtig gemerkt, dass er da voll früh in die Eisen gegangen ist? Ja, das ist so. Man legt sich so den Gegner auch ein bisschen zurecht. Was heißt Gegner, aber du willst irgendwie dann auch nicht vorbei. Mhm. Guckt das man sich das an, wo er Schwächen hat, ne? Das ist heftig, was abgeht, ne? Wenn man einen vor sich hat, dann denkt man so, oh, nee, Mann, dir zeige ich's. Obwohl man die Person nicht kennt, und das ist ja nicht so irgendwie Rivalität vom Ding her, aber trotzdem. Wenn man die dann überholen, weiß ich nicht. Das ist direkt hier drin. Das ist Natur. Bei dir sowieso, ne? Ja. Immer die Messer zwischen den Zähnen. Ja, Mann. Das Schlimme ist, er kann ruhig fahren, aber sobald einer vor ihm ist, Alter, vorbei. Vorbei. Eine der geilsten Strecken, die wir hier in der Gegend haben. Aber jetzt war es schon vorbei, der Turn. Ja, leider war der Tag irgendwie zu kurz, dadurch, dass der erste Teil noch nass war und so, dann bin ich irgendwie nicht so richtig reingekommen. Ja, so, jetzt machen wir mal die nasse Strecke. Da wird es interessant. Das ist auch noch eine ganz andere Erfahrung. So. Ja, ich habe mir extra Regenreifen drauf ziehen lassen. Haben wir den Tag vorher noch gewechselt. Das waren Bridgestone-Regenreifen. Das sind eigentlich die besten, die du kriegen kannst, hat man mir gesagt. Es ist halt also komplett anderes Fahren. Da darfst du mit dem Gas ganz vorsichtig sein. Wenn du da aus der Kurve meinst, auszugasen oder anzugasen, dann bist du sofort gleich weg. Hast du so allgemein schon Rutscher gehabt? Also jetzt wirklich, dass du gemerkt hast, so zack, dass du hinten weggeslidet bist, wenn du zu viele gegeben hast? Oder? Also um ehrlich zu sein, war ich in den ersten Turn so vorsichtig, dass ich das nicht hatte. Das kam erst hinterher irgendwie. Weil wenn du am Anfang losfährst, du tastest dich erstmal an. Und dann dadurch gewinnst du auch die Zeit, dass der Reifen warm wird. Und wenn du dann das nächste Mal rausfährst und denkst du, ich fahre jetzt genauso wie eben, aber deine Regenreifen halt kühlen sich halt ultra schnell ab. Ja. Und darauf mal denkst du, oh scheiße, ich rutsche voll. Und dann musst du erstmal wieder die Geduld haben, okay, du musst den Reifen kurz warm fahren. Das ist schon alleine auf der Strecke oder was? Warst du da Anfang, ja, ich bin fast einer der ersten gewesen, die dann losgefahren ist, weil keine Ahnung, ich hatte ja alles dabei. Regenreifen und gibt Gas. Ne? Typisch Red Fox so Dinger. Es regnet ohne Ende, wer will fahren? Ja. Echt? Wollte ich da den ganzen Tag nichts machen. Ja, und Regenrinnen und sowas und Fahrbahnmarkierung muss man extrem aufpassen. Also hier dieses dass du so auf der linken Seite noch diese Boxengassenausfahrt. Da bin ich auch einmal rübergekommen beim Überholen. Da ist vielleicht der Arsch weggegangen. Das ist wie im Straßenverkehr mit dem Zebrastreifen. Super glatt. Cool. Alter, ohne Scheiße. Ich krieg schon feuchte Hände, wenn ich sehe, wie du da. Vertrau mal bitte deinem Reifen, dass du da jetzt nicht wegrutscht. Gott sei Dank hat er sich so ein bisschen angekündigt, wie ich dann hinterher gemerkt habe. Dass der vielleicht eine Rutsche hat, und dann weißt du, okay, das war jetzt zu viel. Du hattest eben 90 drauf, ne? In der Hasselröder-Kurve. Das sah so aus. Zumindest als die Kamera draufgeschwenkt hat, hattest du 100. Also im Nassen bin ich gefahren, meine beste Zeit war nur mit 207, aber fürs erste Mal Regen fahren und dann auch der kleine Rutsche. Muss ja auch einfach Vertrauen zu haben, ne? Das Anbremsende, ja. Das ist auch immer cool. Deine Lederkombi, deine Klamotten hast du hier, ne? Ja. Hatte ich mir noch so eine Regenjacke rübergezogen von Alpine Stars, die war eigentlich ganz gut. Aber gibt auf jeden Fall nochmal richtig viel, dass du nicht frierst, ne? Das waren ja nur 15 Grad oder 13 Grad Regen. Warst du nur eine Jacke oder auch Hose? Nur Jacke, Hose war irgendwann so durchnässt in die Beine und so. Deswegen hatte ich auch immer die Schnauze voll. Also so ein Kram muss auf jeden Fall haben, irgendwas, was dann fest ist. Also Respekt. Es ist unglaublich, was da so geht mit Regenreifen. Finde ich immer wieder erstaunlich. Man muss aber auch sagen, Rennstrecke. Ne? Rennstrecke hat immer meistens sehr guten Grip. Das kannst du natürlich auf der Straße nicht so abrufen. Aber gerade in der Kurve hier hast du ja schon diese Start-Ziel-Markierung. Ja. Die waren so glatt. Das war so jetzt ein Stück. Da sind da alle wirklich langsam gefahren. Heftig, ne? So kleine Scheiße. Und schon nächstes Mal. Ja, nicht diese dicken. Ja, und dann ist das passiert. Das Problem ist, ich wurde immer sicherer und dachte mir so, hey, ich bremse einfach ein bisschen später. Ja. Hat aber nicht so funktioniert, weil es war auch, ich kann noch mal kurz zurück machen,
sieht das gleich, wenn ich anbremse, dass das so wellig war, so bumpig. Mhm. Ich habe das Fahrwerk halt nicht eingestellt. Das war halt noch wie im Trocknen eingestellt. Und der Typ sagte, der mir das dann eingestellt hat, dass selbst im Trocknen wäre es schon zu hart gewesen. Wobei ich persönlich mich ganz wohl gefühlt habe. So, jetzt merkt man das kurz, bevor ich falle. Jetzt, zack, schwingt das so ein bisschen auf, irgendwie. Obwohl ich gar nicht so doll auf der Bremse war. Oh, aber ich muss sagen, man erschreckt sich erstmal, ne? Auf einmal liegst du halt auf deinem Rücken. Ja. Was macht man? Dreht man sich da so? Das Gefühl hasse ich, wenn du denkst, so fuck, was ist hinter mir? Ich hasse das, wenn zum Beispiel, ne, du bist zum Stillstand gekommen und dann denkst du so, oh, bitte flieg jetzt nicht der Nächste aufs Maul. Ja. Ja, scheiße. Da habe ich mich auch geärgert irgendwie. Das war fuck, das war unnötig. Habe ich mir so gedacht. Und dann am Tag haben sie bestimmt 20, 25 Leute von der Rennstrecke geholt. Innerhalb von 2-3 Stunden. Also es war eigentlich die ganze Zeit immer nur Abbruch. Du dachtest so, oh, mein Reifen ist warm. Mhm. Oh, Abbruch, musst du in die Box fahren. Konntest du jetzt nicht irgendwie weiterfahren oder selber rausfahren? Haben sie dich gleich mit dem Schlepper geholt? Die holen dich gleich ab. Ah, okay. Ja, habe ich echt geärgert. Dann wirst du auch deinen Aufkleber verlierst auch gleich. Diese Abnahme. Den reißen sie dir gleich ab. Hier, du musst gleich wieder zur Prüfung. Mhm. Dann musst du das wieder vorzeigen. Okay. Ja, guten Rutsch, Digga. Guten Rutsch ins neue Jahr vielleicht. Vorhin noch schön im Kies reingefallen, da reingerutscht. Aber sei froh. Den ganzen Scheiß noch sauber machen. Ja, da ist ein Teil abgeflogen. Von der Fußfassenanlage. Alter, heftiger Reifen, Mann. Das ist ein Regenreifen. Mhm. Aber das sah auch echt aus, als wäre da irgendwas mit dem Fahrwerk nicht richtig. Das war ja einfach zick weg. Ja, das ist auch leicht abschüssig da. Jetzt ist das Video gleich zu Ende. Ja, können wir nebenbei ein bisschen laufen lassen. Krass. Das war die erste Runde, da war ich auch ganz, ganz vorsichtig. Na, fährt er jetzt vor dir? Ja, guck mal. Also wirklich Respekt. Alle anderen, mit denen du da warst, sind also Kollegen. Keiner gefahren. Keiner gefahren. Wegen Regenreifen hatten sie keine Lust, dann aufzuziehen extra. Also ist ja auch nicht ganz billig. Ja. Guck mal hier, erstes Mal hast du da ganz vorsichtig. Da läuft es ja schneller. Und einen Gang höher bin ich gefahren, ne? Generell immer eigentlich aus jeder Kurve einen Gang höher. Mhm. Wobei die 600er jetzt nicht so viel Dampf hat, aber hier hast du schon durchgezogen. Hier hast du schon geguckt, was geht, Digga. Naja, beim nächsten Mal Reifen warm fahren, vernünftige Regensachen. Fahrwerk einstellen, gleich weicher machen, so weich, wie es geht, aber auf jeden Fall weicher machen. Und dann, damit du mehr Spiel hast, ne? Damit ja, das nicht mehr arbeitet, sofort arbeitet, ne? Da war zu viel Druck drauf. Und dann sollte das eigentlich klappen. Aber sonst macht das halt Spaß, weil es nicht so viel Kraft kostet. Mhm. Du ankerst ja nicht so heftig. Kannst du zwar, wenn alles top eingestellt ist, aber in dem Fall halt nicht so. Denn aus der Kurve, du hast nicht so die Fliehkräfte. Ich bin ja normalerweise 20 Minuten gefahren, da war ich am Ende im Trockenen. Mhm. Und im Nassen, ich glaube, ich bin da mit diesen Abbrüchen zwischendurch aber 2 Stunden oder so durchgefahren. Hatte ich gar nicht gejuckt, außer wenn irgendwann kalt wurde. Aber sonst. Aber bist du da nicht mehr verkrampft zum Beispiel? Also. Nee, du fährst ganz locker. Du bist so vorsichtig am Gas und testest dich daran und ist eigentlich ein geiles Fahren. Ja, du wolltest es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Ja. Rennstrecke im Regen. Ja, du kannst als Norddeutscher doch nicht sagen, ich fahre nicht bei Regen. Ja, dann brauchst du gar nicht mehr fahren. Ja, wir haben hier 8 Monate Herbst. Ja. Deswegen, das muss man einfach üben. Aber Maschine, was ist da passiert? Verkleidung zerkratzt, mein Motordeckel, da ist was durchgeschliffen. Die Kupplung ist hochgeklappt, Gott sei Dank. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Der Hebel, ne? Ja. Also diese Sollbruchstelle oder beziehungsweise dieser Mechanismus, dass er hochklappt, das bringt ja was. Sonst wäre normalerweise ist der Hebel dann ab, ne? Krass. Weißt du, das ist schon geil. Eigentlich konnte ich, außer dass ich viele Kieselsteine hatte und so Scheiß. Honi gespart. Konnte ich wieder weiterfahren, ne? Bisschen sauber gemacht, Schrauben nachgezogen, ne? Fuß hast du hier, die ist ein bisschen abgeschliffen. So. Sturzbett hatte zu, ne? Ist jetzt durchgeschliffen, der braucht neu. Ich meine, die Maschine ist ja 200 Meter gerutscht. Zwar nicht schnell, aber ist ja trotzdem Abnutzung. Wollen wir Fotos reinpacken? Ja, wenn ich welche finde, dann mach ich das noch. Ja, wir machen welche. Wir machen noch gleich nochmal ein kleines Video von den Klamotten kurz, ne? Oder? Meinst du, das lohnt sich? Es ist ein bisschen abgeschürft, der Einteiler. Der hat eigentlich nicht so viel abgekriegt. Echt? Nee, der ist eigentlich alles easy, ja. Digga, du bist bei 140 oder sowas abgeflogen? Hab
mich diesmal nicht abgeholt. Nee, musstest du ja nicht. Nee, was ist perfekt. Ja, wie so ein Marienkäfer. Aber so, ich komm nicht mehr hoch. Ja, gut, die Regenjacke ist natürlich durch, ne? Aber die habe ich jetzt auch nicht hier. Aber die ist natürlich komplett kaputt gegangen. Also der 100er, den hast du ja verloren, ne? Das ja, ist leider so. Ansonsten Handschuhe, alles gut. Schuhe ein bisschen abgeschliffen. Aber das ist eigentlich harmlos. Wir stellen mal Fotos oder Videos nochmal rein. Falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Wenn das Video, es wird zwar so online gehen mit den Sachen, aber ob ihr das interessant findet, überhaupt. Mal zu sehen, wie die Klamotten danach aussehen. Digga, weil mit 120 finde ich schon krass. 120, 140 sich ablegen. Ist schon heftig, wenn die Kombi da wirklich nicht viel davon getragen hat. Leder ist auch krass, ne? Ja, das Zeug. Und dadurch, dass es nass ist, ist auch nicht so viel Reibung, es entsteht nicht so viel Wärme. Toi, 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 ich möchte nicht bei 200 abfliegen, aber ich glaube, dann schleift es trotzdem nicht durch. Ich glaube, das sieht das aus. Ja. Na gut. Ja, das ist mal meine Erfahrung von Auschwitzleben im Regen. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter, obwohl das jetzt nicht schlimm war, aber irgendwie ist es doch geiler, wenn alle fahren und du einfach irgendwie an deinem Limit bist zum Trocknen. Können wir Reaction-Views mal machen, wo du dich nicht hinlegst, Digga? Ja, wäre mal cool, ne? Normale Rennstrecken-Reaction. Nein, Mann, das tut mir echt leid. Aber das war jetzt auf einmal hintereinander. Aber ganz ehrlich, deine Stürze gehen immer echt glimpflich aus, was finanziell, so bike-technisch. Naja, aber ich habe die Front neu lackieren lassen, denn die Halterung, ich meine, das sind 800 Euro, ne? Gut, dann nehme ich das so. 800 Euro für einen verpissten Sturz, weil ich halt einmal kurz zu schnell war. Okay. Ist halt so. Da war das jetzt günstiger, das sind einfach nur Kosmetik-Sachen, die jetzt nicht mehr so schön sind wie vorher. Da kann ich mit leben. Okay. Na gut. Ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.